Moin. Heute führe ich zusammen mit Arne ein Interview über seine Ziele fürs Jahr 2021. Arne und seine Familie bewirtschaften in der Nähe von Celle einen vielseitigen landwirtschaftlichen Betrieb. Also, lass uns gleich anfangen. Ja, moin Henrik, grüß dich. Ja, 2021, unsere Ziele von unserem Betrieb. Also ich spreche da immer von uns, weil mein Bruder und ich hier mit meinem Vater den Betrieb zusammen machen, ist einmal einen Altenteiler zu bauen, wo meine Eltern reingehen können. Ich möchte persönlich hier meine Milchleistung etwas steigern, beziehungsweise konstant halten und leicht steigern. Und genauso ist aber auch die Betriebsübergabe immer ein fortwährendes Ziel, was uns schon in mehrere Jahre begleitet, wenn man so möchte. Ja, sehr schön. Und wie hast du dir die Ziele jetzt gesetzt? Warum gerade die Ziele, die du gerade genannt hast, dieses Jahr? Das ist immer so ein kleiner Prozess, würde ich behaupten, oder würde ich einfach so sagen oder antworten. A, muss sich das zeitlich erst ergeben haben. Also ich bin seit 3 Jahren zu Hause auf dem Betrieb. Wir haben festgestellt, dass mein Bruder und ich soweit gut zusammenarbeiten, wir den gleichen Gedankengang haben. Und dementsprechend als Beispiel Altenteiler, Baugenehmigung haben wir letztes Jahr schon gehabt, aber ist jetzt einfach dran von der Zeit her. Genau. Und Betriebsübergabe begleitet uns eh seit jeher. Das wird auch noch 1 bis 2 Jahre dauern. Aber dann sind wir, denke ich, gut davor. Ja. Und wie genau geht ihr da vor, wenn ihr die Ziele jetzt umsetzen wollt, also wirklich in die Umsetzung geht? Was macht ihr da für Schritte? Wie setzt ihr das um? Ja, es gibt natürlich die kurzfristigen Ziele, sage ich mal, wo man vielleicht nur mal eine kleine Maschine braucht oder eine kleine Umbaumaßnahme macht. Die werden recht kurzfristig entschlossen auch, wenn man merkt, was nicht richtig läuft. Aber ansonsten, hauptsächlich gehe ich eigentlich mit meinem Bruder ins Brainstorming, auf gut Deutsch gesagt. Das kann mal auf einer Autofahrt sein, das kann mal am Büro sein, ja, am Brottisch gut Deutsch sein, das kann aber auch beim Mittagessen sein, dass wir einfach Brainstorming machen und in alle Richtungen spinnen, wie wir uns was vorstellen können, wie sich ich mir was vorstellen kann, wie mein Bruder sich was vorstellen kann. Und natürlich müssen wir danach auch meinen Vater mit ins Boot nehmen oder meine Mutter. Und dann kommen wir meistens auf guten Weg. Ja, danke dir. Ich glaube, da waren wichtige Punkte dabei. Ein paar entscheidende Punkte waren zum Beispiel, dass man sich die Ziele einteilt, dass man quasi Zwischenziele setzt, aber auch immer wieder brainstormt, was wirklich der nächste sinnvolle Schritt ist. Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns auch den Einblick gegeben hast in, ja, euren Betrieb und auch in deine Zielsetzung quasi. Ja, und jetzt würde ich sagen, seid ihr dran. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt doch in die Kommentare, was ist euer Ziel für das Jahr 2021? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.